Hallo, mein Name ist Arne Lenk aus dem Ensemble des Hans-Otto-Theaters und ja, ich bin wie alle jetzt zu Hause eingesperrt mit meinen Kindern und meiner Frau. Das ist auch manchmal sehr schön, aber ja, ich vermisse natürlich das Theaterspielen und den Kontakt zu Ihnen, liebes Publikum. Und deswegen lese ich heute ein Märchen, Zwergnase von Wilhelm Hauff. Ist auch an meinen Kindern schon erfolgreich getestet worden. Viel Spaß. In einer bedeutenden Stadt Deutschlands lebte vor vielen Jahren ein Schuster mit seiner Frau schlicht und recht. Er saß bei Tag an der Ecke der Straße und flickte Schuhe und Pantoffeln. Seine Frau verkaufte Gemüse und Früchte, die sie in einem kleinen Gärtchen vor dem Tore pflanzte, und viele Leute kauften gerne bei ihr, weil sie reichlich und sauber gekleidet war und ihr Gemüse auf gefällige Art auszubreiten wusste. Die beiden Leutchen hatten einen schönen Knaben. Angenehm von Gesicht, wohlgestaltet und für das Alter von 12 Jahren schon ziemlich groß. Er pflegte gewöhnlich bei der Mutter auf dem Gemüsemarkt zu sitzen und den Weibern oder Köchen, die viel bei der Schusterfrau eingekauft hatten, trug er wohl auch einen Teil der Früchte nach Hause, und selten kam er von einem solchen Gang zurück ohne eine schöne Blume oder ein Stückchen Geld oder Kuchen. Denn die Herrschaften dieser Köche sahen es gerne, wenn man den schönen Knaben mit nach Hause brachte, und beschenkten ihn immer reichlich. Eines Tages saß die Frau des Schusters wieder wie gewöhnlich auf dem Markte. Der kleine Jakob, so hieß der Knabe, saß neben ihr und rief die Waren aus. »Hierher, ihr Herren, seht, welch schöner Kohl, wie wohlriechend diese Kräuter! Frühe Birnen, ihr Frauen, frühe Äpfel und Aprikosen, wer kauft? Meine Mutter gibt es wohlfeil!« Da kam ein altes Weib über den Markt her. Sie sah etwas zerrissen und zerlumpt aus, hatte ein kleines, spitziges Gesicht, vom Alter ganz eingefurcht, rote Augen und eine spitzige, gebogene Nase, die gegen das Kinn hinabstrebte. Sie ging an einem langen Stock, sie hinkte und rutschte und wankte. Die Frau des Schusters erschrak unwillkürlich, als die Alte auf sie zuhinkte und an ihren Körben stillstand. »Seid ihr Hanne, die Gemüsehändlerin?« fragte das alte Weib mit unangenehmer, krächzender Stimme, indem sie beständig den Kopf hin und her schüttelte. »Ja, die bin ich«, antwortete die Schusterfrau. »Ist euch etwas gefällig?« »Wollen sehen, wollen sehen. Kräutlein schauen, ob du hast, was ich brauche«, antwortete die Alte, beugte sich nieder vor den Körben und packte die Kräutlein, die so schön und zierlich ausgebreitet waren, mit ihren langen Spinnenfingern, brachte sie dann eins ums andere hinauf an die lange Nase und beroch sie hin und her. Die Frau des Schusters wagte nichts zu sagen, denn es war das Recht des Käufers, die Ware zu prüfen, und überdies empfand sie ein sonderbares Grauen vor dem Weibe. Als jene den ganzen Korb durchgemustert hatte, murmelte sie, »Schlechtes Zeug, schlechtes Kraut, nichts von allem, was ich will, war viel besser vor 50 Jahren, schlechtes Zeug, schlechtes Zeug.« Solche Reden verdrossen nun den kleinen Jakob. »Höre, du bist ein unverschämtes altes Weib. Erst fährst du mit deinen garstigen braunen Fingern in die schönen Kräuter hinein und drückst sie zusammen, dann hältst du sie an deine lange Nase, dass sie niemand mehr kaufen mag, wer zugesehen. Und jetzt schimpfst du noch unsere Ware schlechtes Zeug, und doch kauft selbst der Koch des Herzogs bei uns.« Das alte Weib schielte den mutigen Knaben an, lachte widerlich und sprach mit heiserer Stimme, »Söhnchen, Söhnchen, also gefällt dir meine Nase? Meine schöne lange Nase? Sollst auch eine haben, mitten ins Gesicht, bis übers Kinn herab.« Während sie so sprach, nahm sie die herrlichsten weißen Kohlhäupter in die Hand, drückte sie zusammen, dass sie ächzten, warf sie dann wieder unordentlich in den Korb und sprach auch hier, »Schlechte Ware, schlechter Kohl. Wackle nur nicht so garstig mit dem Kopf hin und her, dein Hals ist ja dünne wie ein Kohlstängel, der könnte leicht abbrechen und dann fiele dein Kopf hinein in den Korb, wer wollte dann noch kaufen?« »Gefallen sie dir nicht, die dünnen Hälse?« murmelte die Alte lachend. »Sollst gar keinen haben, Kopf muss in den Schultern stecken, dass er nicht herabfällt vom kleinen Körperlein.« »Schwatz doch nicht so unnützes Zeug mit dem Kleinen da«, sagte endlich die Frau des Schusters, im Unmut über das lange Prüfen, Mustern und Beriechen. »Wenn ihr etwas kaufen wollt, so sputet euch. Ihr verscheucht mir ja die anderen Kunden.« »Gut, sei es, wie du sagst«, rief die Alte mit grimmigem Blick. »Ich will dir diese 6 Kohlhäupter abkaufen, aber siehe,
Ich muss mich auf den Stab stützen und kann nichts tragen. Erlaube deinem Söhnlein, dass er mir die Ware nach Hause bringt. Ich will es dafür belohnen. Der Kleine wollte nicht mitgehen und weinte, denn ihm graute vor der hässlichen Frau, aber die Mutter befahl es ihm. Halb weinend tat er, wie sie befohlen, raffte die Kohlhäupter in ein Tuch zusammen und folgte dem alten Weibe, bis sie in einen ganz entlegenen Teil der Stadt kam und endlich vor einem kleinen, baufälligen Hause stillhielt. Mit einem alten, rostigen Haken schloss sie die Tür auf. Aber wie war der kleine Jakob überrascht, als er eintrat? Das Innere des Hauses war prachtvoll ausgeschmückt. Von Marmor waren die Decke und die Wände, die Gerätschaften vom schönsten Ebenholz mit Gold und edlen Steinen eingelegt. Der Boden aber war von Glas und so glatt, dass der Kleine einige Mal ausglitt und umfiel. Die Alte aber zog ein silbernes Pfeifchen aus der Tasche und pfiff eine Weise darauf, die gellend durch das Haus tönte. Da kamen sogleich einige Meerschweinchen die Treppe herab. Jakob wunderte sich sehr. Sonderbar, sie gehen aufrecht auf zwei Beinen, haben menschliche Kleider angelegt und sogar Hüte nach der neuesten Mode auf ihren Köpfen. Die Alte warf den Stab von sich und glitt mit großer Schnelligkeit über den Glasboden hin, indem sie den kleinen Jakob an der Hand mit fortzog. Endlich hielt sie in einem Zimmer, das mit allerlei Gerätschaften ausgeputzt beinahe einer Küche glich. »Setz dich, Söhnchen«, sagte die Alte recht freundlich, indem sie ihn in die Ecke eines Sofas drückte und einen Tisch also vor ihn hinstellte, dass er nicht mehr hervorkommen konnte. »Setze dich, du hast schwer zu tragen gehabt. Muss dir nun auch etwas geben zum Lohn, weil du so artig bist. Gedulde dich nur ein Weilchen, will dir ein Süppchen einbrocken, an das du dein Leben lang denken wirst.« So sprach sie und pfiff wieder. Da kamen zuerst viele Meerschweinchen, nach diesen kam eine Menge Eichhörnchen hereingehüpft. Sie gingen aufrecht und auf dem Kopf trugen sie grüne Mützchen von Samt. Sie kletterten mit großer Geschwindigkeit an den Wänden hinauf und brachten Pfannen und Schüsseln, Eier und Butter, Kräuter und Mehl herab und trugen es auf den Herd. Und der Kleine sah, dass die Alte ihm etwas Gutes kochte. Jetzt knisterte das Feuer höher empor, jetzt rauchte und sott es in der Pfanne. Ein angenehmer Geruch verbreitete sich im Zimmer, die Alte aber rannte auf und ab, die Eichhörnchen und Meerschweinchen ihr nach, und so oft sie am Herde vorbeikam, guckte sie mit ihrer langen Nase in den Topf. Endlich fing es an zu sprudeln und zu zischen. Dampf stieg aus dem Topf hervor und der Schaum floss herab ins Feuer. Da nahm sie ihn weg, goss davon in eine silberne Schale und setzte sie dem kleinen Jakob vor. »So, Söhnchen, so«, sprach sie. »Iss nur dieses Süppchen, dann hast du alles, was dir an mir so gefallen. Sollst auch ein geschickter Koch werden, dass du noch etwas bist. Aber Kräutlein, nein, das Kräutlein sollst du nimmer finden. Warum hat es deine Mutter nicht in ihrem Korb gehabt?« Der Kleine verstand nicht recht, was sie sprach. Desto aufmerksamer behandelte er die Suppe, die ihm ganz trefflich schmeckte. Seine Mutter hatte ihm manche schmackhafte Speise bereitet, aber so gut war ihm noch nichts geworden. Der Duft von feinen Kräutern und Gewürzen stieg aus der Suppe auf, dabei war sie süß und säuerlich zugleich und sehr stark. Während er noch die letzten Tropfen der köstlichen Speise austrank, zündeten die Meerschweinchen arabischen Weihrauch an, der in bläulichen Wolken durch das Zimmer schwebte. Der Geruch des Weihrauchs wirkte betäubend auf den Kleinen und er schlief auf dem Sofa des alten Weibes ein. Sonderbare Träume kamen über ihn. Es war ihm, als ziehe ihm die Alte seine Kleider aus und umhülle ihn dafür mit einem Eichhörnchenbalg. Jetzt konnte er Sprünge machen und klettern wie ein Eichhörnchen. Er ging mit den übrigen Eichhörnchen und Meerschweinchen um, die sehr artige, gesittete Leute waren, und hatte mit ihnen den Dienst bei der alten Frau. Zuerst wurde er als Schuhputzer gebraucht. Nach einem Jahr wurde er zum inneren Dienst des Hauses bestellt. Er hatte nämlich das Amt, die Böden reinzumachen. Im vierten Jahre ward er endlich zur Küche versetzt. Es war dies ein Ehrenamt, zu welchem man nur nach langer Prüfung gelangen konnte. Jakob diente dort vom Küchenjungen aufwärts bis zum ersten Pastetenmacher und erreichte eine so ungemeine Geschicklichkeit und Erfahrung in allem, was die Küche betrifft, dass er sich oft über sich selbst wundern musste. Die schwierigsten Sachen,
Pasteten von 200 Essenzen, Kräutersuppen von allen Kräutlein der Erde zusammengesetzt, alles lernte er, alles verstand er schnell und kräftig zu machen. So waren etwa 7 Jahre im Dienste des alten Weibes vergangen, da befahl sie ihm eines Tages, indem sie Korb und Krückenstock zur Hand nahm, um auszugehen, er sollte ein Hühnlein rupfen, mit Kräutern füllen und solches schön bräunlich und gelb rösten, bis sie wiederkäme. So dann fing er an, die Kräuter zu sammeln, womit er das Hühnlein füllen sollte. In der Kräuterkammer gewahrte er aber diesmal ein Wandschränkchen, dessen Türe halb geöffnet war und das er sonst nie bemerkt hatte. Es standen viele Körbchen darin, von welchen ein starker, angenehmer Geruch ausging. Er fand darin Kräutlein von ganz besonderer Gestalt und Farbe. Die Stängel und Blätter waren blaugrün und trugen oben eine kleine Blume von brennendem Rot, mit Gelb verbrämt. Er betrachtete sinnend diese Blume, beroch sie und sie strömte denselben starken Geruch aus, von dem einst jene Suppe, die ihm die Alte gekocht, geduftet hatte. Aber so stark war der Geruch, dass er zu niesen anfing, immer heftiger niesen musste und am Ende niesend erwachte. Da lag er auf dem Sofa des alten Weibes und blickte verwundert umher. Nein, wie man aber so lebhaft träumen kann, hätte ich jetzt doch schwören wollen, dass ich ein schnödes Eichhörnchen, ein Kamerad von Meerschweinchen und anderem Ungeziefer, dabei aber ein großer Koch geworden sei. Wie wird die Mutter lachen, wenn ich ihr alles erzähle, aber wird sie nicht auch schelten, dass ich in einem fremden Hause einschlafe, statt ihr zu helfen auf dem Markte? Mit diesen Gedanken raffte er sich auf, um hinwegzugehen. Doch waren seine Glieder vom Schlafe ganz steif. Besonders sein Nacken, denn er konnte den Kopf nicht recht hin und her bewegen. Er musste auch selbst über sich lächeln, dass er so schlaftrunken war, denn alle Augenblicke, ehe er es sich versah, stieß er mit der Nase an einen Schrank oder an die Wand. Die Eichhörnchen und Meerschweinchen liefen winselnd um ihn her, als wollten sie ihn begleiten. Er lud sie auch wirklich ein, als er auf der Schwelle war, denn es waren niedliche Tierchen, aber sie fuhren schnell ins Haus zurück und er hörte sie nur noch in der Ferne heulen. Es war ein ziemlich entlegener Teil der Stadt, wohin ihn die Alte geführt hatte, und er konnte sich kaum aus den engen Gassen herausfinden. Auch war dort ein großes Gedränge, denn es musste sich, wie ihm dünkte, gerade in der Nähe ein Zwerg sehen lassen. Überall hörte er rufen, »Ei, seht den hässlichen Zwerg, wo kommt der Zwerg her? Ei, was hat er doch für eine lange Nase und wie ihm der Kopf in den Schultern steckt und die braunen hässlichen Hände?« Zu einer anderen Zeit wäre er wohl auch nachgelaufen, denn er sah für sein Leben gern Riesen oder Zwerge. Aber so musste er sich sputen, um zur Mutter zu kommen. Es war ihm ganz ängstlich zumute, als er auf den Markt kam. Die Mutter saß noch da und hatte noch ziemlich viele Früchte im Korb. Lange konnte er also nicht geschlafen haben. Aber doch kam es ihm von Weitem schon vor, als sei sie sehr traurig. Er zauderte, was er tun sollte. Endlich fasste er sich ein Herz, schlich sich hinter sie hin, legte traulich seine Hand auf ihren Arm und sprach, »Mütterchen, was fehlt dir? Bist du böse auf mich?« Die Frau wandte sich nach ihm um, fuhr aber mit einem Schrei des Entsetzens zurück. »Was willst du von mir, hässlicher Zwerg?« rief sie. »Fort, fort! Ich kann dergleichen Possenspiele nicht leiden!« »Aber Mutter, was hast du denn?« fragte Jakob ganz erschrocken. »Dir ist gewiss nicht wohl. Warum willst du denn deinen Sohn von dir jagen?« »Ich habe dir schon gesagt, geh deines Weges«, entgegnete Frau Hanne zürnend. »Bei mir verdienst du kein Geld durch deine Gaukeleien, hässliche Missgeburt!« »Wahrhaftig! Gott hat ihr das Licht des Verstandes geraubt. Was fange ich nur an, um sie nach Haus zu bringen? Lieb Mütterchen, so sei doch nur vernünftig, sieh mich doch nur recht an. Ich bin ja dein Sohn, dein Jakob.« »Nein, jetzt wird mir der Spaß zu unverschämt«, rief Hanne ihrer Nachbarin zu. »Seht nur den hässlichen Zwerg da, da steht er und vertreibt mir gewiss alle Käufer und mit meinem Unglück wagt er zu spotten.« Auch der Vater, der in seiner Bude den Tag über Schuhe flickte, erkannte ihn nicht. Als Jakob hörte, dass den Leutchen vor 7 Jahren ihr Sohn vom Markt weggestohlen worden war, dämmerte ihm, dass er nicht geträumt hatte, sondern dass er 7 Jahre bei der bösen Fee als Eichhörnchen gedient hatte. Er versuchte, sich ihnen zu erkennen zu geben und erzählte ihnen von der Fee und dem bösen Zauber, aber die Eltern glaubten ihm nicht. Sie meinten, dass er ihres Unglücks spotten wolle und jagten ihn fort. »So«, rief der Schuster im Zorn. »Bezaubert bist du worden, mein Söhnchen. Warte doch, ich will dich wieder entzaubern.«
Dabei nahm er ein Bündel Riemen, die er eben zugeschnitten hatte, sprang auf den Kleinen zu und schlug ihn auf den hohen Rücken und auf die langen Arme, dass der Kleine vor Schmerz aufschrie und davonlief. Der Kleine aber ging sehr niedergeschlagen über die Straße zu Urban, dem Barbier, den er noch aus früheren Zeiten wohl kannte. »Guten Morgen, Urban. Ich komme euch, um eine Gefälligkeit zu bitten. Seid so gut und lasst mich ein wenig in euren Spiegel schauen.« »Mit Vergnügen, dort steht er«, rief der Barbier lachend, und seine Kunden, denen er den Bart scheren sollte, lachten weidlich mit. »Man soll nicht von mir sagen, ich habe euch aus Neid nicht in meinen Spiegel schauen lassen.« So sprach der Barbier, und wieherndes Gelächter füllte die Baderstube. Der Kleine aber war indes vor den Spiegel getreten und hatte sich beschaut. Tränen traten ihm in die Augen. »Ja, so konntest du freilich deinen Jakob nicht wiedererkennen, liebe Mutter.« Seine Augen waren ganz klein geworden, wie die der Schweine. Seine Nase war ungeheuer und hing über Mund und Kinn herunter. Der Hals schien gänzlich weggenommen worden zu sein, denn sein Kopf stak tief in den Schultern und nur mit den größten Schmerzen konnte er ihn rechts und links bewegen. Sein Körper war noch so groß als vor 7 Jahren, da er 12 Jahre alt war, aber wann andere vom 12. bis ins 20. in die Höhe wachsen, so wuchs er in die Breite. Der Rücken und die Brust waren weit ausgebogen und waren anzusehen wie ein kleiner, aber sehr dick gefüllter Sack. Dieser dicke Oberleib saß auf kleinen, schwachen Beinchen, die dieser Last nicht gewachsen schienen, aber umso größer waren die Arme, die ihm am Leib herabhingen. So sah er aus, der kleine Jakob. Zum missgestalteten Zwerg war er geworden. Jetzt gedachte er auch jenes Morgens, an welchem das alte Weib an die Körbe seiner Mutter getreten war. Alles, was er damals an ihr getadelt hatte, die lange Nase, die hässlichen Finger, alles hatte sie ihm angetan, und nur den langen, zitternden Hals hatte sie gänzlich weggelassen. In jener Stadt gibt es, wie überall, wenige mitleidige Seelen, die einen Unglücklichen, der zugleich etwas Lächerliches an sich trägt, unterstützen. Daher kam es, dass der unglückliche Zwerg den ganzen Tag ohne Speise und Trank blieb und abends die Treppen einer Kirche, so hart und kalt sie waren, zum Nachtlager wählen musste. Als ihn aber am nächsten Morgen die ersten Strahlen der Sonne erweckten, da dachte er ernstlich darüber nach, wie er sein Leben fristen könne, da ihn Vater und Mutter verstoßen. Da fiel ihm mit einmal ein, dass er als Eichhörnchen große Fortschritte in der Kochkunst gemacht habe. Er glaubte nicht mit Unrecht hoffen zu dürfen, dass er es mit manchem Koch aufnehmen könne. Er beschloss, seine Kunst zu benützen. Der Herzog, der Herr des Landes, war ein bekannter Schlemmer und Lecker, der eine gute Tafel liebte und seine Köche in allen Weltteilen aufsuchte. Zu seinem Palast begab sich der Kleine. Als er an die äußerste Pforte kam, fragten die Türhüter nach seinem Begehr und hatten ihren Spott mit ihm. Er aber verlangte nach dem Oberküchenmeister. Sie lachten und führten ihn durch die Vorhöfe, und wo er hinkam, blieben die Diener stehen, schauten nach ihm, lachten weidlich und schlossen sich an, so dass nach und nach ein ungeheurer Zug von Dienern aller Art sich die Treppe des Palastes hinaufbewegte. Es war ein Gefühl, als sei der Feind vor den Toren. Und das Geschrei, ein Zwerg, habt ihr den Zwerg gesehen, füllte die Lüfte. Der Oberküchenmeister zwang sich mit Mühe, nicht laut aufzulachen, als er des Kleinen ansichtig wurde, denn er fürchtete, durch Lachen seiner Würde zu schaden. Er führte den Kleinen ins Haus und fragte nach seinem Begehr. »Ich bin ein geschickter Koch und erfahren in allerlei seltenen Speisen. Wollet mich zum Oberküchenmeister bringen. Vielleicht könnt ihr meine Kunst brauchen.« Der Oberküchenmeister betrachtete ihn von Kopf bis zu den Füßen, brach dann in lautes Lachen aus und sprach, »Wie? Du, ein Koch? Meinst du, unsere Herde sind so klein? O lieber Kleiner, wer dich zu mir geschickt hat, um dich als Koch zu verdingen, der hat dich zum Narren gehabt.« So sprach der Oberküchenmeister und lachte weidlich. Der Zwerg aber ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Was liegt an einem Ei oder zweien? An ein wenig Sirup und Wein, an Mehl und Gewürzen in einem Hause, wo man dessen genug hat. Gebt mir irgendeine leckerhafte Speise zu bereiten auf, schaffet mir, was ich dazu brauche, und sie soll vor euren Augen schnell bereitet sein, und ihr sollet sagen müssen, er ist ein Koch nach Regeln und Recht.
Solche und ähnliche Reden führte der Kleine. Und es war wunderlich anzuschauen, wie es dabei aus seinen kleinen Äuglein hervorblitzte, wie seine lange Nase sich hin und her schlängelte und seine dünnen Spinnenfinger seine Rede begleiteten. »Wohlan«, rief der Küchenmeister, »lasset uns zur Küche gehen.« Sie gingen durch mehrere Säle und Gänge und kamen endlich in die Küche. Es war dies ein großes, weitläufiges Gebäude, herrlich eingerichtet. Auf 20 Herden brannten beständig Feuer. Ein klares Wasser, das zugleich zum Fischbehälter diente, floss mitten durch sie. In Schränken von Marmor und köstlichem Holz waren die Vorräte aufgestellt. Küchenbedienstete aller Art liefen umher und rasselten und hantierten mit Kesseln und Pfannen, mit Gabeln und Schaumlöffeln. Als aber der Oberküchenmeister in die Küche eintrat, blieben sie alle regungslos stehen. Und nur das Feuer hörte man noch knistern und das Bächlein rieseln. »Was hat der Herr heute zum Frühstück befohlen?« fragte der Meister den ersten Frühstücksmacher, einen alten Koch. »Herr, die dänische Suppe hat er geruht zu befehlen und rote Hamburgerklößchen.« »Gut«, sprach der Küchenmeister weiter, »hast du gehört, was der Herr speisen will? Getraust du dich, diese schwierigen Speisen zu bereiten? Die Klößchen bringst du auf keinen Fall heraus. Das ist ein Geheimnis.« »Nichts leichter als dies.« Er hatte diese Speisen als Eichhörnchen oft gemacht. »Nichts leichter. Man gebe mir zu der Suppe die und die Kräuter, dies und jenes Gewürz, Fett von einem wilden Schwein, Wurzeln und Eier, zu den Klößen aber...« Er sprach leiser, dass es nur der Küchenmeister und der Frühstücksmacher hören konnten. »Zu den Klößen brauche ich vielerlei Fleisch, etwas Wein, Entenschmalz, Ingwer und ein gewisses Kraut, das man Magentrost heißt.« »Ha! Bei St. Benedikt! Bei welchem Zauberer hast du gelernt?« rief der Koch mit Staunen. »Alles bis auf ein Haar, hat er gesagt. Und das Kräutlein Magentrost haben wir selbst nicht gewusst. Ja, das muss es noch angenehmer machen. Oh, du Wunder von einem Koch!« »Das hätte ich nicht gedacht«, sagte der Oberküchenmeister. »Doch lassen wir ihn die Probe machen. Gebt ihm die Sachen, die er verlangt, Geschirr und alles, und lasset ihn das Frühstück bereiten.« Man tat, wie er befohlen, und rüstete alles auf dem Herde zu. Aber da fand es sich, dass der Zwerg kaum mit der Nase bis an den Herd reichen konnte. Man setzte daher ein paar Stühle zusammen, legte eine Marmorplatte darüber und lud den kleinen Wundermann ein, sein Kunststück zu beginnen. In einem großen Kreise standen die Köche, Küchenjungen, Diener und allerlei Volk umher und sahen zu und staunten, wie ihm alles so flink und fertig von der Hand ging. Wie er alles so reinlich und niedlich bereitete. Als er mit der Zubereitung fertig war, befahl er, beide Schüsseln ans Feuer zu setzen und genau so lange kochen zu lassen, bis er rufen werde. Dann fing er an zu zählen. 1, 2, 3 und so fort. Und gerade als er 500 gezählt hatte, rief er, »Halt!« Die Töpfe wurden weggesetzt und der Kleine lud den Küchenmeister ein, zu kosten. Der Mundkoch ließ sich von einem Küchenjungen einen goldenen Löffel reichen, spülte ihn im Bach und überreichte ihn dem Oberküchenmeister. Dieser trat mit feierlicher Miene an den Herd, nahm von den Speisen, kostete, drückte die Augen zu, schnalzte vor Vergnügen mit der Zunge und sprach dann, »Köstlich, bei des Herzogs Leben köstlich! Eure Kunst in Ehren, lieber Frühstücksmacher, ihr seid ein erfahrener Koch, aber so herrlich habt ihr weder die Suppe noch die Hamburgerklöße machen können.« Auch der Koch kostete jetzt, schüttelte dann dem Zwerg ehrfurchtsvoll die Hand und sagte, »Kleiner, du bist Meister in der Kunst. Ja, das Kräutlein Magentrost, das gibt allem einen ganz eigenen Reiz.« In diesem Augenblick kam der Kammerdiener des Herzogs in die Küche und berichtete, dass der Herr das Frühstück verlange. Die Speisen wurden nun auf silberne Platten gelegt und dem Herzog zugeschickt. Der Oberküchenmeister aber nahm den Kleinen in sein Zimmer und unterhielt sich mit ihm. Kaum waren sie da, so kam schon ein Bote und rief den Oberküchenmeister zum Herrn. Er kleidete sich schnell in sein Festkleid und folgte dem Boten. Der Herzog sah sehr vergnügt aus. Er hatte alles aufgezehrt, was auf den silbernen Platten gewesen war, und wischte sich eben den Bart ab, als der Oberküchenmeister zu ihm eintrat. »Höre, Küchenmeister«, sprach er,
Ich bin mit deinen Köchen bisher immer sehr zufrieden gewesen. Aber sage mir, wer hat heute mein Frühstück bereitet? So köstlich war es nie, seit ich auf dem Thron meiner Väter sitze. Sage an, wie er heißt, der Koch, und dass wir ihm einige Dukaten zum Geschenk schicken. Herr, das ist eine wunderbare Geschichte, antwortete der Oberküchenmeister und erzählte, wie man ihm heute früh einen Zwerg gebracht, der durchaus Koch werden wollte, und wie sich dies alles begeben. Der Herzog verwunderte sich höchlich, ließ den Zwerg vor sich rufen und fragte ihn aus, wer er sei und woher er komme. Da konnte nun der arme Jakob freilich nicht sagen, dass er verzaubert worden sei und früher als Eichhörnchen gedient habe, doch blieb er bei der Wahrheit, indem er erzählte, er sei jetzt ohne Vater und Mutter und habe bei einer alten Frau kochen gelernt. Der Herzog fragte nicht weiter, sondern ergötzte sich an der sonderbaren Gestalt seines neuen Kochs. »Willst du bei mir bleiben?« sprach er. »So will ich dir jährlich 50 Dukaten, ein Festkleid und noch überdies 2 Paar Beinkleider reichen lassen. Dafür musst du aber täglich mein Frühstück selbst bereiten, musst angeben, wie das Mittagessen gemacht werden soll und überhaupt dich meiner Küche annehmen. Da jeder in meinem Palast seinen eigenen Namen von mir empfängt, so sollst du Nase heißen und die Würde eines Unterküchenmeisters bekleiden.« Der Zwerg Nase fiel nieder vor dem mächtigen Herzog in Frankenland, küsste ihm die Füße und versprach, ihm treu zu dienen. So war nun der Kleine fürs Erste versorgt und er machte seinem Amt Ehre, denn man kann sagen, dass der Herzog ein ganz anderer Mann war, während der Zwerg Nase sich in seinem Hause aufhielt. Sonst hatte es ihm oft beliebt, die Schüsseln oder Platten, die man ihm auftrug, den Köchen an den Kopf zu werfen. Ja, dem Oberküchenmeister selbst warf er im Zorn einmal einen gebackenen Kalbsfuß, der nicht weich genug geworden war, so heftig an die Stirne, dass er umfiel und 3 Tage zu Bett liegen musste. Nie war ein Koch ohne Zittern und Zagen mit den Speisen zu ihm gekommen. Seit der Zwerg im Hause war, schien alles wie durch Zauber umgewandelt. Der Herr aß jetzt statt 3-mal des Tages 5-mal. Um sich an der Kunst seines kleinsten Dieners recht zu laben. Und dennoch verzog er nie eine Miene zum Unmut. Nein, er fand alles neu, trefflich, war leutselig und angenehm und wurde von Tag zu Tag fetter. Oft ließ er mitten unter der Tafel den Küchenmeister und den Zwerg Nase rufen, setzte den einen rechts, den anderen links zu sich und schob ihnen mit seinen eigenen Fingern einige Bissen der köstlichen Speisen in den Mund, eine Gnade, welche sie beide wohl zu schätzen wussten. Der Zwerg war das Wunder der Stadt. Man erbat sich flehentlich Erlaubnis vom Oberküchenmeister, den Zwerg kochen zu sehen. Und einige der vornehmsten Männer hatten es so weit gebracht beim Herzog, dass ihre Diener in der Küche beim Zwerg Unterrichtsstunden genießen durften. So lebte Nase beinahe 2 Jahre in äußerlichem Wohlleben und Ehre. Und nur der Gedanke an seine Eltern betrübte ihn. So lebte er, ohne etwas Merkwürdiges zu erfahren, bis sich folgender Vorfall ereignete. Eines Morgens ging er auf den Gänsemarkt und forschte nach schweren, fetten Gänsen, wie sie der Herr liebte. Er war musternd schon einige Mal auf und ab gegangen, seine Gestalt weit entfernt, hier Lachen und Spott zu erregen, gebot Ehrfurcht, denn man erkannte ihn als den berühmten Mundkoch des Herzogs und jede Gänsefrau fühlte sich glücklich, wenn er ihr die Nase zuwandte. Da sah er ganz am Ende einer Reihe in einer Ecke eine Frau sitzen, die auch Gänsefeil hatte, aber nicht wie die übrigen ihre Ware anpries. Zu dieser trat er und maß und wog ihre Gänse. Sie waren, wie er sie wünschte, und er kaufte 3 samt dem Käfig, lud sie auf seine breiten Schultern und trat den Rückweg an. Da kam es ihm sonderbar vor, dass nur 2 von diesen Gänsen schnatterten und schrien, wie rechte Gänse zu tun pflegen, die 3. aber ganz still und in sich gekehrt dasaß und Seufzer ausstieß und ächzte wie ein Mensch. »Die ist halb krank. Ich muss eilen, dass ich sie umbringe und zurichte.« »Stichst du mich? So beiß ich dich. Drückst du mir die Kehle ab? Bring ich dich ins frühe Grab.« Ganz erschrocken setzte der Zwerg Nase seinen Käfig nieder und die Gans sah ihn mit schönen, klugen Augen an und seufzte. »Ei, der Tausend, sie kann sprechen, Jungfer Gans, das hätte ich nicht gedacht. Na, sei sie nur nicht ängstlich, man weiß zu leben und wird einem so seltenen Vogel nicht zu Leibe gehen. Aber ich wollte wetten, sie ist nicht von jeher in diesen Federn gewesen, war ich ja selbst einmal ein schnödes Eichhörnchen.« »Du hast recht, wenn du sagst, ich sei nicht in dieser schmachvollen Hülle geboren worden.
Ach, an meiner Wiege wurde es mir nicht gesungen, dass Mimi, des großen Wetterbocks Tochter, in der Küche eines Herzogs getötet werden soll. Sei sie doch ruhig, liebe Jungfer Mimi. So wahr ich ein ehrlicher Kerl und Unterküchenmeister seiner Durchlaucht bin, es soll ihr keiner an die Kehle. Ich will ihr in meinen eigenen Gemächern einen Stall anweisen. Futter soll sie genug haben und meine freie Zeit werde ich ihrer Unterhaltung widmen. Den übrigen Küchenmenschen werde ich sagen, dass ich eine Gans mit allerlei besonderen Kräutern für den Herzog mäste und sobald sich Gelegenheit findet, setze ich sie in Freiheit. Die Gans dankte ihm mit Tränen, der Zwerg aber tat, wie er versprochen, schlachtete die zwei anderen Gänse, für Mimi aber baute er einen eigenen Stall unter dem Vorwande, sie für den Herzog ganz besonders zuzurichten. Er gab ihr auch kein gewöhnliches Gänsefutter, sondern versah sie mit Backwerk und süßen Speisen. So oft er freie Zeit hatte, ging er hin, sich mit ihr zu unterhalten und sie zu trösten. Sie erzählten sich auch gegenseitig ihre Geschichten und Nase erfuhr auf diesem Wege, dass die Gans eine Tochter des Zauberers Wetterbock sei, der auf der Insel Gotland lebe. Er sei in Streit geraten mit einer alten Fee, die ihn durch Ränke und List überwunden und sie zur Rache in eine Gans verwandelt und weit hinweg bis hierher gebracht habe. Als der Zwerg Nase ihr seine Geschichte ebenfalls erzählt hatte, sprach sie: »Ich bin nicht unerfahren in diesen Sachen. Mein Vater hat mir und meiner Schwester einige Anleitung gegeben, so viel er nämlich davon mitteilen durfte. Die Geschichten mit dem Streit am Kräuterkorb, deine plötzliche Verwandlung, als du an jenem Kräutlein rochst, auch einige Worte der Alten, die du mir sagtest, beweisen mir, dass du auf Kräuter verzaubert bist. Das heißt, wenn du das Kraut auffindest, das sich die Fee bei deiner Verzauberung gedacht hat, so kannst du erlöst werden.« Es war dies ein geringer Trost für den Kleinen, denn wo sollte er das Kraut auffinden? Doch dankte er ihr und schöpfte einige Hoffnung. Um diese Zeit bekam der Herzog einen Besuch von einem benachbarten Fürsten, seinem Freunde. Er ließ daher seinen Zwerg Nase vor sich kommen und sprach zu ihm: »Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du mir zeigen musst, ob du mir treu dienst und Meister deiner Kunst bist. Dieser Fürst, der bei mir zu Besuch ist, speist bekanntlich außer mir am besten und ist ein großer Kenner einer feinen Küche und ein weiser Mann. Sorge nun dafür, dass meine Tafel täglich also besorgt werde, dass er immer mehr in Erstaunen gerät. Dabei darfst du bei meiner Ungnade, solange er da ist, keine Speise zweimal bringen. Dafür kannst du dir von meinem Schatzmeister alles reichen lassen, was du nur brauchst. Und wenn du Gold und Diamanten in Schmalz baden musst, so tu es. Ich will lieber ein armer Mann werden, als errötend vor ihm.« So sprach der Herzog. »Es sei, wie du sagst, o Herr, so Gott will, werde ich alles so machen, dass es diesem Fürsten, der Gutschmecker, wohl gefällt.« Der kleine Koch suchte nun seine ganze Kunst hervor. Er schonte die Schätze seines Herrn nicht, noch weniger aber sich selbst. Denn man sah ihn den ganzen Tag in eine Wolke von Rauch und Feuer eingehüllt und seine Stimme hallte beständig durch das Gewölbe der Küche, denn er befahl als Herrscher den Küchenjungen und niederen Köchen. Der fremde Fürst war schon 14 Tage beim Herzog und lebte herrlich und in Freuden. Sie speisten des Tages nicht weniger als 5 Mal und der Herzog war zufrieden mit der Kunst des Zwerges, denn er sah Zufriedenheit auf der Stirne seines Gastes. Am 15. Tage aber begab es sich, dass der Herzog den Zwerg zur Tafel rufen ließ, ihn seinen Gast, dem Fürsten, vorstellte und diesen fragte, wie er mit dem Zwerg zufrieden sei. »Du bist ein wunderbarer Koch«, antwortete der fremde Fürst. »Ich weiß, was anständig Essen heißt. Du hast in der ganzen Zeit, da ich hier bin, nicht eine einzige Speise wiederholt und alles trefflich bereitet. Aber sage mir doch, warum bringst du so lange nicht die Königin der Speisen, die Pastete Suzerain?« Der Zwerg war sehr erschrocken, denn er hatte von dieser Pastetenkönigin nie gehört. Doch fasste er sich und antwortete: »O Herr, noch lange hoffte ich, sollte dein Angesicht leuchten an diesem Hoflager, darum wartete ich mit dieser Speise.« »So«, entgegnete der Herzog, »und bei mir wolltest du wohl warten bis an meinen Tod, denn auch mir hast du die Pastete noch nie vorgesetzt. Doch denke, morgen musst du die Pastete auf die Tafel setzen.« »Es sei, wie du sagst, Herr.« Der Zwerg ging, aber nicht vergnügt, denn der Tag seiner Schande und seines Unglücks war gekommen. Er wusste nicht, wie er die Pastete machen sollte. Er ging daher in seine Kammer und weinte über sein Schicksal.
Da trat die Gans Mimi, die in seinem Gemach umhergehen durfte, zu ihm und fragte ihn nach der Ursache seines Jammers. »Stille deine Tränen. Dieses Gericht kam oft auf meines Vaters Tisch, und ich weiß ungefähr, was man dazu braucht. Du nimmst dies und jenes, so und so viel, und wenn es auch nicht durchaus alles ist, was eigentlich dazu nötig, die Herren werden keinen so feinen Geschmack haben.« So sprach Mimi. Der Zwerg aber sprang vor Freude, segnete den Tag, an welchem er die Gans gekauft hatte, und schickte sich an, die Königin der Pasteten zuzurichten. Er machte zuerst einen kleinen Versuch, und siehe, es schmeckte trefflich, und der Oberküchenmeister, dem er davon zu kosten gab, pries aufs Neue seine ausgebreitete Kunst. Den anderen Tag setzte er die Pastete in größerer Form auf und schickte sie warm, wie sie aus dem Ofen kam, nachdem er sie mit Blumenkränzen geschmückt hatte, auf die Tafel. Er selbst aber zog sein bestes Festkleid an und ging in den Speisesaal. Als er eintrat, war der Obervorschneider gerade damit beschäftigt, die Pastete zu zerschneiden und auf einem silbernen Schäuflein dem Herzog und seinem Gaste hinzureichen. Der Herzog tat einen tüchtigen Biss hinein, schlug die Augen auf zur Decke und sprach, nachdem er geschluckt hatte, »Mit Recht nennt man dies die Königin der Pasteten, aber mein Zwerg ist auch der König aller Köche, nicht also, mein lieber Freund?« Der Gast nahm einige kleine Bissen zu sich, kostete und prüfte aufmerksam und lächelte dabei höhnisch und geheimnisvoll. »Das Ding ist recht artig gemacht.« »Aber die Suzeraine ist es doch nicht. Das habe ich mir wohl gedacht.« Da runzelte der Herzog vor Unmut die Stirne und errötete vor Beschämung. »Hund von einem Zwerg«, rief er, »wie wagst du es, deinem Herrn dies anzutun? Sollte ich dir deinen großen Kopf abhacken lassen, zur Strafe für deine schlechte Kocherei?« »Ach Herr, um des Himmels willen! Ich habe das Gericht doch zubereitet nach den Regeln der Kunst. Es kann gewiss nichts fehlen.« »Es ist eine Lüge, du Bube«, erwiderte der Herzog und stieß ihn mit dem Fuße von sich. »Mein Gast würde sonst nicht sagen, es fehlt etwas. Dich selbst will ich zerhacken und backen lassen in eine Pastete.« »Habt Mitleiden!« Der Kleine rutschte auf den Knien zu dem Gast, dessen Füße er umfasste. »Saget, was fehlt in dieser Speise, dass sie eurem Gaumen nicht zusagt? Lasst mich nicht sterben wegen einer Handvoll Fleisch und Mehl.« »Das wird dir wenig helfen, mein lieber Nase«, antwortete der Fremde. »Das habe ich mir schon gestern gedacht, dass du diese Speise nicht machen kannst wie mein Koch. Wisse, es fehlt ein Kräutlein, das man hierzulande gar nicht kennt. Das Kraut nies mit Lust. Ohne dies bleibt die Pastete ohne Würze, und dein Herr wird sie nie essen wie ich.« Da geriet der Herrscher in Frankistan in Wut. »Und doch werde ich sie essen, denn ich schwöre bei meiner fürstlichen Ehre, entweder zeige ich euch morgen die Pastete, wie ihr sie verlangt, oder den Kopf dieses Burschen aufgespießt auf dem Tor meines Palastes. Und gehe, du Hund, noch einmal gebe ich dir 24 Stunden Zeit.« So rief der Herzog. Der Zwerg aber ging wieder weinend in sein Kämmerlein und klagte der Gans sein Schicksal und dass er sterben müsse, denn von dem Kraut habe er nie gehört. »Ist es nur dies, da kann ich dir schon helfen, denn mein Vater lehrte mich, alle Kräuter kennen. Wohl wärest du vielleicht zu einer anderen Zeit des Todes gewesen, aber glücklicherweise ist es gerade Neumond, und um diese Zeit blüht das Kräutlein. Doch sage an, sind alte Kastanienbäume in der Nähe des Palastes?« »Oh ja, am See, 200 Schritte vom Haus, steht eine ganze Gruppe. Doch warum diese?« »Nur am Fuße alter Kastanien blüht das Kräutlein. Darum lass uns keine Zeit versäumen und suchen, was du brauchst. Nimm mich auf deinen Arm und setze mich im Freien nieder. Ich will dir suchen helfen.« Er tat, wie sie gesagt, und ging mit ihr zur Pforte des Palastes. Dort aber streckte der Türhüter das Gewehr vor und sprach, »Mein guter Nase, mit dir ist's vorbei. Aus dem Hause darfst du nicht, ich habe den strengsten Befehl darüber.« »Aber in den Garten kann ich doch wohl gehen und Kräuter suchen?« Es wurde erlaubt, denn der Garten hatte hohe Mauern und es war an kein Entkommen daraus zu denken. Als aber Nase mit der Gans Mimi ins Freie gekommen war, setzte er sie behutsam nieder und sie ging schnell vor ihm her, dem See zu, wo die Kastanien standen.
Er folgte ihr nur mit beklommenem Herzen, denn es war ja seine letzte, einzige Hoffnung. Fand sie das Kräutlein nicht, so stand sein Entschluss fest, er stürzte sich dann lieber in den See, als dass er sich köpfen ließ. Die Gans suchte vergebens. Sie wandelte unter allen Kastanien, sie wandte mit dem Schnabel jedes Gräschen um, es wollte sich nichts zeigen und sie fing aus Mitleid und Angst an zu weinen. Denn schon wurde der Abend dunkler und die Gegenstände umher waren schwer zu erkennen. Da fielen die Blicke des Zwerges über den See hin und plötzlich rief er, »Siehe, siehe, dort über dem See steht noch ein großer alter Baum. Lass uns dorthin gehen und suchen. Vielleicht blieb dort mein Glück.« Die Gans hüpfte und flog voran und er lief nach, so schnell seine kleinen Beine konnten. Der Kastanienbaum warf einen großen Schatten und es war dunkel umher. Fast war nichts mehr zu erkennen, aber da blieb plötzlich die Gans stille stehen, schlug vor Freuden mit den Flügeln, fuhr dann schnell mit dem Kopf ins hohe Gras und pflückte etwas ab, das sie dem erstaunten Nase zierlich mit dem Schnabel überreichte und sprach, »Das ist das Kräutlein, und hier wächst eine Menge davon, so dass es dir nie daran fehlen kann.« Der Zwerg betrachtete das Kraut sinnend. Ein süßer Duft strömte ihm daraus entgegen, der ihn unwillkürlich an die Szene seiner Verwandlung erinnerte. Die Stängel, die Blätter waren blaulich-grün. Sie trugen eine brennend rote Blume mit gelbem Rande. »Gelobt sei Gott, welches Wunder! Wisse, ich glaube, es ist dies dasselbe Kraut, das mich aus einem Eichhörnchen in diese schändliche Gestalt umwandelte. Soll ich den Versuch machen?« »Noch nicht. Nimm von diesem Kraut eine Handvoll mit dir, lass uns auf dein Zimmer gehen und dein Geld und was du sonst hast zusammenraffen und dann wollen wir die Kraft des Krautes versuchen.« Sie taten also und gingen auf seine Kammer zurück und das Herz des Zwerges pochte hörbar vor Erwartung. Nachdem er 50 oder 60 Dukaten, die er erspart hatte, einige Kleider und Schuhe zusammen in ein Bündel geknüpft hatte, sprach er, »So es Gott gefällig ist, werde ich diese Bürde loswerden.« Er steckte seine Nase tief in die Kräuter und sog ihren Duft ein. Da zog und knackte es in allen seinen Gliedern. Er fühlte, wie sich sein Kopf aus den Schultern hob. Er schielte herab auf seine Nase und sah sie kleiner und kleiner werden. Sein Rücken und seine Brust fingen an, sich zu ebnen und seine Beine wurden länger. Die Gans sah mit Erstaunen diesem allem zu. »Ha, was du groß, was du schön bist! Gott sei gedankt, es ist nichts mehr an dir von allem, was du vorher warst.« Da freute sich Jakob sehr und er faltete die Hände und betete. Aber seine Freude ließ ihn nicht vergessen, welchen Dank er der Gans schuldig sei. Zwar drängte ihn sein Herz, zu seinen Eltern zu gehen, doch besiegte er aus Dankbarkeit diesen Wunsch und sprach, »Wem anders als dir habe ich es zu danken, dass ich mir selbst wiedergeschenkt bin? Ohne dich hätte ich dieses Kraut nimmer gefunden, hätte also ewig in jener Gestalt bleiben oder vielleicht gar unter dem Beile des Henkers sterben müssen. Wohlan, ich will es dir vergelten. Ich will dich zu deinem Vater bringen. Er, der erfahren ist in jedem Zauber, wird dich leicht entzaubern können.« Die Gans vergoss Freudentränen und nahm sein Anerbieten an. Jakob kam glücklich und unerkannt mit der Gans aus dem Palast und machte sich auf den Weg nach dem Meeresstrand Mimis Heimat zu. Was soll ich noch weiter erzählen? Dass sie ihre Reise glücklich vollendeten, dass Wetterbock seine Tochter entzauberte und den Jakob mit Geschenken beladen entließ, dass er in seine Vaterstadt zurückkam und dass seine Eltern in dem schönen jungen Mann mit Vergnügen ihren verlorenen Sohn erkannten, dass er von den Geschenken, die er von Wetterbock mitbrachte, sich einen Laden kaufte und reich und glücklich wurde? Nur so viel will ich noch sagen, dass nach seiner Entfernung aus dem Palaste des Herzogs große Unruhe entstand. Denn als am anderen Tage der Herzog seinen Schwur erfüllen und dem Zwerg, wenn er die Kräuter nicht gefunden hätte, den Kopf abschlagen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Der Fürst aber behauptete, der Herzog habe ihn heimlich entkommen lassen, um sich nicht seines besten Kochs zu berauben und klagte ihn an, dass er wortbrüchig sei. Dadurch entstand denn ein großer Krieg zwischen beiden Fürsten, der in der Geschichte unter dem Namen Kräuterkrieg wohl bekannt ist. Es wurde manche Schlacht geschlagen, aber am Ende doch Friede gemacht. Und diesen Frieden nennt man bei uns den Pastetenfrieden, weil beim Versöhnungsfest durch den Koch des Fürsten die Suzeraine
die Königin der Pasteten, zubereitet wurde, welche sich der Herr Herzog trefflich schmecken ließ. So führen oft die kleinsten Ursachen zu großen Folgen. Und dies war die Geschichte des Zwergs Nase.